Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Serdecznie witamy zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, der mächtigen, angeschlagenen Wahlmonarchie Polen mit dem viel, viel mächtigeren Vasallen Novgorod und natürlich mit den fleißigen Helfern, dem Egon Sonn in Schweden. Ich grüße dich. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Let's Play. Und der Egon Sonn hat im letzten Part einen neuen Vasallen bekommen, nämlich Norwegen. Und außerdem hat er sein Bündnis gebrochen mit dem Hansebund, der von dem mächtigen Marvin kontrolliert wird, der langsam sein Kolonialreich ausbaut. Ich grüße dich. Sehr gut, moin moin. Ja, im letzten Part sind wir dabei eben stehen geblieben, dass wir einen Krieg gegen Russland geführt haben und der Egon Sonn hat das Spiel pausiert, was er jetzt, glaube ich, wieder genau beenden kann. Gesagt, getan. Mir ist gerade aufgefallen, dass, also Novgorod ist jetzt ein Vasall von dir und dein Plan ist es zu annektieren, denke ich mal, in absehbarer Zeit. Ja. Okay. Wir haben halt momentan unglaublich viele Kernprovinzen. Ja. Und solange sie die noch haben, denke ich, würde ich das natürlich ausnutzen. Ja. Macht das doch geschafft, der Bursche. Ich habe Norwegen bekommen, weil ich habe ja einen Anspruch auf Karelien, aber es ist ja... Also Novgorod hat noch ein paar Ansprüche. Also Kola kannst du natürlich behalten, aber Archangelsk, Ustjuk, Wologda und Kargopol, das würde ich ihnen schon noch ganz gerne geben. Vielleicht noch irgendwie Bolozero verkaufen. Müssen wir mal gucken, was da werden wir uns machbar ist. Und ich weiß hier, das ist scheiße. Hau mal ab. Achso, 0,2% sind das nur. Okay. Warte, bleib da. Ja, Kexholm ist es natürlich eine moskowitische Exklave. Die beim nächsten Krieg auch auf jeden Fall fallen wird. Genauso wie Pskov und Ostrov. Ja. Ja, wir hatten auch versucht, im letzten Part Perm freizulassen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Nee, die Kosten wären da einfach zu hoch gewesen. Finnische Nationalisten haben sich gerade in Ingermanland erhoben. Okay. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so gerne sehe. Hansebund gibt den beninischen Nationalisten nach. Niemals, seine Lüge. Boah, ich habe wieder 400 Manpower. Krass, jetzt kann es ja losgehen. Die Hansen in Westafrika, ein Platz an der Sonne. So, mein Schiff, ich habe ein großes Kriegsschiff, ich muss das wohl aus Kostengründen zerstören. Das ist mir zu teuer. Nice to have. Also wenn die Verluste ausgeglichen werden, dann schnellen die Armeekosten in die Höhe, weil... Das sind die Verstärkungskosten. Das siehst du auch im Tooltip, wenn du über die Armeekosten drüber gehst. Das ist dieses kleine Dingelingeling mit dem, eure Armeen haben Verluste erlitten. Das heißt, gerade wird es unmenschlich teuer für dich. I see. Aber sobald es sobald der Angriff steigt. Oh, Spiel! Das ist so ein dreckiges Spiel. Ich hatte Ruthenien, eine orthodoxe Provinz, angefangen zu konvertieren. Jetzt sind die protestantisch geworden, natürlich, durch ein Event. Kriegen dann natürlich den unglaublichen Bonus von -8 auf die Missionarsstärke. Davon kriege ich natürlich nichts mit und missioniere fleißig Ruthenien. Oh, das ist ja echt so hinterhältig. Oh, das ist doch so schlimm. Dass der Missionar da nicht mal anruft und sagt, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Das wäre auch mal so eine schöne Bannermeldung. Ein Missionar missioniert gerade bei 0% Chance. Genau. Fortschritt. Ja. Das könnte man mal als Banner einbauen. Aber das Spiel wird sich denken, ja gut, was ist so gewollt? Da widerspreche ich mal nicht. Also, man darf es nicht so machen, dass sie ihn automatisch zurückschicken.
weil da würde man ja Fortschritt verlieren, den man eventuell behalten will, bis sich's wieder ändert. Aber halt wirklich so eine Meldung, du, da ist gerade einer bei 0% sicher? Sollen wir die Geschwindigkeit nochmal ein kleines Stückchen aufbohren? Können wir. Ah ja. In zwei Verwaltungen, Fanatiker. Was haben die denn mit ihren Steuern? Sind denen zu teuer. Aber, weißt du? Ja, also total überbewertet. Sollst du doch nach Norwegen, wenn sie nicht passt? Ja, genau. Dann noch die Fanatiker in Cola. Das, weil da die ganze Zeit dunkel ist, kommen die auf total wirre Ideen. Der deutsche Siegfried Ackermann hat zum ersten Mal Afrika umsegelt. Oh. Schau, was wir lebendig zurückschafft, aber es sieht ganz gut aus. Kriegst du jetzt plus eins Fortbewegung auf deine Marineeinheiten? Nö. Schön, das ist auch ein Civilization-Ding. Da kriegt man schon eine Meldung. Ich weiß gerade nicht, soll ich protestantisch werden? Solange Litauen halt noch nicht protestantisch ist, hab ich ja nichts davon, ne? Du kannst orthodox werden. Kannst du mit der Annexion von Litauen ganz viele orthodoxe Provinzen gewinnen. 10 religiöse Regimenter erheben sich in Livland. Polen bekommt religiöses Chaos und Ende der religiösen... Oh, Spiel... Ich war doch gerade so glücklich. Und der Hansebund ist hier mit am Kap. Der guten Hoffnung. Jo. Vor allem die Provinz Kap, die mit seinem Handelszentrum nicht unwichtig ist. Oh, mir fällt gerade auf. Die Weltkarte zeichnet sich in diesem... Terra Incognita in der Terra Incognita Grafik ab. Fällt mir auf. Glaube ich. Doch, das hier ist die Küste Afrikas. Ja, ja. Nahosten. Keine Ahnung. Nee, hier wiederholt es. Ah, okay. Ja. Das sind natürlich Einblicke, die ihr nur bei mir seht. Oh. Ja, habe ich auch genommen, weil wenn ich jetzt hier diesen Nachteil mit dem Auslöschen nehme, dann kriege ich ja nur noch Revolten, ne? Do deste Wesen. Kinas, es kann doch nicht sein, dass ihr so lange braucht, um da ein paar religiöse Fanatiker wieder aus dem Fort zu vertreiben. Jo, doch, es kann. Ich meine, die schmeißen mit Bibeln oder selbstverfassten genau, Pamphleten. Genau, die schmeißen mit Bibeln. So, ja, zusammenführen. Ich kann es mir sonst nicht leisten. Aber gibt es eigentlich eine Möglichkeit, um schnell zu sehen, wem man ein Darlehen andrehen kann und wem nicht? Ja, du kannst niemandem ein Darlehen andrehen. Wer ein Darlehen braucht. Die KI nimmt keine Darlehen mehr an. Bitte? Die KI nimmt keine Darlehen an. Gell, ne? Das ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass es irgendwie nichts mehr bringt. Das haben sie rausgenommen, weil das die Leute eh nur für Kriegsgründe missbraucht haben. Ah ja, deswegen wollte ich es ja auch gerade machen. Du raffinierter Hund. Du Kredithai. So. Wie sieht's denn aus mit Administrative? Können wir uns mehr leisten? Wie sieht's denn aus mit der Annexion? Wenn ich sie denn finden würde. Ist das cool? Warte mal, Sachsen-Lauenburg? Du bist kein Scheiße, sie sind doch ein Vasall von Brandenburg, so ein Mist. Ach, das wäre so cool gewesen.
15 oder 20, ja, habe ich noch Zeit. Ich erinnere mich gerade noch übrigens an mein Spiel mit Norwegen, als ich eine Personalunion mit Sachsen-Lauenburg bekommen habe. Ich wurde ja da in so einen total bananigen Erbfolgekrieg hineingezerrt, von dem ich nichts hatte, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und ich hatte danach diese PU mit Sachsen-Lauenburg und ich konnte die ja nicht loswerden, bis ich die annektieren konnte. Und hatte halt so lange dann tatsächlich auch eine, hatte dann so lange halt zu viele diplomatische Beziehungen. Oh, Alter, ich verliere schon wieder Stabilität. 2 Punkte Stabilität in einem Part verlieren ist schon echt asozial. Darf ich das nochmal gerade erwähnen? Das Glück des Günners. Das aber, hallo, ey, ohne Witz. Was hast du dem Spiel denn getan, dass es so... Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht mal Überdehnung. Ich... Hast du es illegal runtergeladen vielleicht? So ein eingebauter Code, der das erkennt und dich dann immer verlieren lässt. Ja, ja, sowas wär's, ne? Ich glaube bei... Oh, wie hieß das Spiel? Gibt's bei vielen. Ja, ne? Es gab einen Siedler der Hart. Bei raubkopierten Versionen haben die Schmieden statt Eisen und Schweine produziert. Sehr schön. Ja, natürlich genau da, wo ich direkt angegriffen werden kann. So, hast du direkt mal erstmal schön meine Armee geschreddert. Danke, Spiel. Bei können einen Punkt mit der Geschwindigkeit Tycoon hochgehen. Ja, bei Game Dev Tycoon haben sie es auch gemacht. Jetzt weiß es wieder. Da war auch irgendwas, ja. Und im Spiel hast du ja eine Spielefirma und dann kommt irgendwann das Event, da zu viele Leute Spiel raubkopiert haben, genau. Sind sie jetzt pleite. Ja. Sehr schön. Ja, gibt jetzt einen Klon. Ist das, Game selbst, Tycoon. Ist das nicht selbst ein Klon von so einem Mobile-Game? Das weiß ich nicht, aber es gibt jetzt einen Klon, ja. Das heißt Game Go Maker. Sieht wirklich fast genauso aus. Ich habe gesagt, die haben den Source-Code genommen vom Game Dev Tycoon. Es ist in Java geschrieben. Ja. Aber es ist um einiges tiefer. Ah, da schon her. Ich habe mich letztens gefragt, was für ein Arbeitsaufwand es wäre, selbst so einen Oldschool-Wirtschaftssimulator zu machen. Einfach nur so 10 Folien praktisch, 10 Bilder, ja, die man dann als Menü benutzt. Und ja, man muss dann halt da investieren und da. Und das Ganze dann mit If-Then-Else-Abfragen, ein bisschen Mathe dazu. Gute Nacht hat sich befreit. Ja, gerade auch gesehen. Und ich bin mit ihm im Krieg. Du bist mit denen im Krieg? Mir ist noch nie passiert, dass ich eine Nation befreit. Das ist alles Neuland für mich. Aber ich kann weißen Frieden schließen, das ist okay. Ich habe sie sogar noch weitermachen lassen. Sie haben sich noch 2 Provinzen von England genommen, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Die hassen mich nicht mal. So eine miserable Verstärkungsrate. Oh, ich habe keinen westlichen Waffenhandel mehr. Portugal führt einen heiligen Krieg gegen Marokko. Alter, Algerien ist groß geworden. Auf der Akropolis wird jetzt Italienisch gesprochen. Venedig hält Athen. Hey, cool. Venedig hat's drauf. Karaman lebt noch. Die Osmanen sind irgendwie sowas von schlecht in der Partie, das ist unglaublich. Ja, das tut dir bestimmt weh, ne? Relativ furcht. Ja, Südeuropa sieht sehr ähnlich aus wie bei unserem letzten Let's Play. Österreich ist groß, Venedig hat sich hier den Balkan geschnappt. Nur die Osmanen, die fallen da raus. Hier gibt es jetzt tatsächlich einen Überquerungsmalus, ohne dass ich weiß, warum, aber gut, okay. genau, zurück zu meiner Spielidee. Ich habe nämlich eine Spielidee, da schlackert ihr mit den Ohren. Sitzt ihr, ja? Ja, weil sonst fallt ihr um. Ein Let's Play Simulator. Ja, man spielt praktisch aus der Perspektive eines Let's Players und baut da einen Kanal auf virtuell. Und vor allem davon macht man ein Let's Play, das ist wichtig. Das ist Meta. Da explodieren überall die Köpfe. Weißt du, das ist unglaublich. Dieb auch, ja. Sehr geil.
Weil diesen Let's Play Simulator wird jeder Let's Player auf der Welt spielen. Und dadurch wird es so bekannt wie Pac-Man. Es muss reicht, wenn man PewDiePie spielt. Mhm. Heißt er nicht PewDiePie oder heißt er PewDiePie? Ja, also er spricht PewDiePie aus, aber es ist eigentlich PewDiePie. Also ist wie das englische Wort Sterben geschrieben. Deswegen Ich weiß das selbst auch nicht, deswegen frage ich. Er hat jetzt die Kommentare deaktiviert. Ah ja. Man kann bei PewDiePie nichts mehr kommentieren, gibt's einfach nicht mehr. Punkt. Hat er echt gemacht, ja? Komplett deaktiviert, alles weg. Krass. Aber man kann ja auf Reddit ausweichen oder andere Foren. Von daher. Ich glaube, ich muss einen neuen Kreuzzug ausrufen oder geht das nicht mehr? Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann mir denken, dass er da gemeint auf seinen. Und seine Videos waren nur noch Selbstwerbung für andere Kanäle, die dann gepusht wurden. Spam und Dings und dies und das ist schon klar. Und es ist halt, kommt nichts mehr durch, was für ihn wichtig wäre. Die liest jetzt doch wahrscheinlich eh schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Ja. Kann er auch gar nicht. Glaube ich schon unbedingt. Ich meine, wie viele Kommentare hat er pro Tag dort? Ja, das ist ja. Wobei ich mittlerweile aber auch sagen muss, ich finde diese Standard-Google-Geschichte. Erkennt so Spam-Eigenwerbung und sowas relativ gut. Ich habe es auch häufiger, dass mal Leute da versuchen, ihre eigenen Sachen zu bewerben. Aber meistens kriegt Google das dann irgendwie spitz und dann landen die direkt bei mir im Spam-Verdacht-Ordner. Das geht eigentlich. Oh, das geht halt so ins Geld hier. Das ist so schlimm. So. Uiuiuiuiui, mein Revoltenrisiko. Was habt ihr denn alle? Nicht nur bei dir. Ja, das sind jetzt halt die Religionskriege, die uns da gerade beuteln. Ja, die Bauern sind's hier im botanischen Meerbusen. Im botanischen Meerbusen. Ja. Ein Cola halt, aber seltsam. Naja. Ich habe übrigens vorhin gerade wieder, jetzt muss ich noch netterweise sagen, einen Punkt Stabilität zurückbekommen. Yay. Dafür, dass ich halt einen viel zu teuren Kredit aufnehme. Ah, da sind die nächsten Revolten. Protestantische Fanatiker haben sich in Lendschika erhoben. Es sieht so aus, als würde sich und Litauen darum kümmern wollen. Na, dann bin ich ja mal beruhigt, dass die das mal machen. Ich habe irgendwie, seit wir heute angefangen haben... Oh, Polen-Litauen, du bist so gemein. Oh nein, sie haben tatsächlich und... Oh, Brandenburg hat tatsächlich die Neumark annektiert. Das ist aber blöd. Ja, okay, sorry. Ja, bitte. Nö. Ich habe, seit wir heute angefangen haben, immer noch dieselben drei Berater. Das sind doch schon alle über 50. Ah, krass. Also ich sterbe nicht, was auch gut so ist. Ich habe mich hier für die Ideen entschieden. Technologisch sind wir ja weit voraus. Schon bei der dritten Ideengruppe, oder was? Oh, nee. Ich krieg gerade wieder so den Arsch versohlt von diesen Rebellen. Das ist doch nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Geld. Nationalisten. So, dann machen wir uns mal gerade ready für den... Ach Gott, ja, ich weiß auch wieder warum. Ah, oh, fuck. Dieses Spiel ohne Witz. Ja, ich habe mal wieder, mein Taktikwert ist mal wieder an den Arsch gegangen, weil ich zu viel Kavallerie übrig hatte. Weißt du was? Man hat jetzt folgendermaßen: Glieder die Kavallerie aus, fass mir die alle in eine Armee zusammen, holt sie 600 hier raus. Ich scheiß jetzt auf die Liste auf. Oh. 28 Nationalisten in Skarn. Wie kriege ich die? Belagern und Forderungen anerkennen. Anders 25 Prestige, bevor du da Manpower versenkst. Ja, besser ist es.
Oh, die wollen Unabhängigkeit für Dänemark. Ja, aber wenn sie nur eine Provinz kriegen, kriegen sie meistens doch dieses von der Steuer befreien, bla 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 Gedöns, oder? Ist das nicht so? Nee, Nationalisten kriegen einfach nur 25 Prestige und lokale Autonomie, was die Provinz in Zeit lang halt weniger wert macht. Aber auch das Rebellenrisiko senkt. Okay. Ja, aber das wird meine Lehre sein, meine Armee wieder aufzubauen. Wie viel Manpower hast du? 16. Gleich 20. Bürgerkrieg! Dann wird es Zeit, Schweden einzunehmen. Stimmt, jetzt könnte ich Schweden angreifen. Ja, aber wir sind ja schon wieder verbündet, von daher. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, es gibt einen ganz lustigen Trick. Wenn bei einem Vasallen Rebellen sind, kann man die unterstützen über das Rebellen-Unterstützen-Menü und dann verschwinden die einfach. Beim Vasallen, oder was? Ja, wenn zum Beispiel Novgorod irgendwo Rebellen werden und du willst die nicht haben, kannst du die über Rebellen unterstützen, dann verschwinden die. Ah, krass. Damit kommt das Spiel nicht zurecht. Ich krieg keine Manpower mehr nach oben. Es haut einfach nicht mehr hin. Es sind zu viele Revolten. Frankreich kriegt seine Schulden nicht in den Griff. Das ist unglaublich. Ja, ich auch. Europa zerfällt. Ja, aber wirklich. Die Schuldenkrise in Europa. Dun, dun, dun. Ich habe 600 Dukaten. Danke, Marvin. Ja, reib's mir ruhig unter die Nase. So. Na, wobei spalten sie sich auf. Skan bekommt lokale Autonomie. In den nächsten 20 Jahre. Oh, lokale Produktionseffizienz minus 100. Steuermodifikate minus 100. Boah. Die kriege ich doch, wenn ich sie beide gesplittet bekomme, kriege ich die doch geschafft. Oder nicht? Boah, Alter, ey, die Nationalisten machen mich gerade wieder komplett fertig gemacht. Das kann nicht sein. Ich habe gerade in der ersten Kampfphase habe ich direkt mal bestimmt 2000 Mann verloren. Das ist einfach so unnormal. Oh, was haben die auch so gute Anführer? Oh, noch mehr Fanatiker. Jo. Also oh, muss da kommst du doch nicht mehr. Ah ja gut, dann muss ich den Forderungen hier unten auf jeden Fall nachkommen. Ja. Übrigens kann Österreich-Burgund nicht mehr erben nebenbei bei mir. Es geht nur bis 1500, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ah, ja. Da war es die iberische Hochzeit. Aber ich glaube, das mit Burgund geht auch irgendwie 1500 Pound 50 oder irgendwie sowas. Also das ist bei beiden Events, glaube ich, so. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Na, eins geht ein bisschen länger. Ja, werden wir irgendwann nochmal unsere Manpower auffüllen können? Wird irgendwann nochmal der Shitstorm über unseren Köpfen aufhören? Das alles erfahren wir vermutlich im nächsten Part von Let's Play Europa Universalis 4. Ich verabscheue mich. Sorry, dass wir in dieser Folge so ruhig waren, aber mir sind alles gebrochene Männer, die irgendwie mit ihrer Manpower nicht mehr klarkommen. Und, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.